Wie viel Zeit haben wir? Ein paar Stunden oder weniger. Hast du alles? Mir ging nicht in so kurzer Zeit. So weit. Doch geht das weiter, aber. Ich dachte eigentlich, das kommt jetzt hier noch ein Trailer. Aber den Trailer haben wir ja in der letzten Folge am Ende mit eingespielt. Wie du es magst. So, dann sind wir jetzt hier. Okay, wir hatten ja in der letzten Folge hatten wir ja einen schönen Zeitsprung. Jawohl, jetzt muss ich überlegen, komm. Treffpunkt am Lager. Boah, welche okay. Waffe nehmen wir mit? Bring das Paket auf den Weg, Captain. Komm, nehmen wir. Oder? Ja, ich mag alle eigentlich. Pistolen bin ich eigentlich schon Freund von allen. Alle! Na los, Kyle, schneller! Ja, ist ja gut. Okay, wir sind jetzt wieder in der Rolle von Kyle. Ich weiß, dass du den Schlechter töten willst. Das kranke Schwein kann man nicht tief genug vergraben, Sir. Du kriegst deine Chance, aber fürs Erste brauchen wir ihn lebendig. Den kennt man noch von London-Attentat. Wir waren ja sonst die ganze... Dobre. Hallo, wunderschönen guten Tag. Nicht schlecht. Mehr kann ich nicht. Mehr kann ich nicht. Okay, es hat aber gereicht. Mann, die müssten echt mal hier irgendwie nochmal streichen. Wir beseitigen die Wachen, damit sie keinen Alarm schlagen. Und dringen dann. Können wir hier Fahrräder klauen? Roger. Das würde ich auch gerne mitnehmen wollen, ne? Also ein bisschen Rost. Ja, gut. Altmetall. Auf mein Zeichen. Nimm mal mit. Nicht vorher. Ja, ist ja gut. Ich muss kurz. Hallo. Ruhig bleiben. Wir haben Befugnis. Sag's ihm. Wir haben Befugnis, euch abzuballern. Gut gemacht. Haha. Nikolai. Tot seid ihr. Straßen. Ihr habt Tüten. Du denkst an alles. Okay, wir nehmen mal eine Zweitwaffe zur Sicherheit mit, ne? Falls uns die Munition ausgeht. Na, der Preis ist heiß. Okay, ja, ist ja gut. Darf ich mal ganz kurz hier gucken, ob hier was Interessantes ist? So, dann gehen wir mal weiter hier runter. Schlechter führt uns zu Hadir. Wir brauchen ihn bis dahin lebend. Ja. Heute werden nicht wir leiden und sterben, sondern sie. Wir danken da ist der Schlechter. Neuen Soldaten. Sein da ist der Schlechter. Ist unser Glück. Wenn der Wolf noch lebt, wird er stolz auf euch sein. Okay, und ganz wie Sprengsätze. Bringen wir all jenen seine Wahrheit, die sich einmischen, wo sie nicht erwünscht sind. Doch, schalte sie aus. Heute Nacht überbringen wir der Welt unsere Botschaft. Da ist er. Bestätigt. Team Ziel hinter dem Tisch. Ist halt. Halt. Julian, nee, ne? Hinten im Raum, er haut ab. Tötet sie! Okay, er haut ab. Schlechter, bleib mal hier, Mann. Das ist schlecht, was du machst. Sicher! Alles gesichert! Sie dürfen mir nicht folgen! Hinter der Bar. Okay, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir jetzt nicht unbedingt auf den Schlechter schießen. Auch wenn ich das gerne täte, aber dürfen wir nicht. Wir brauchen ihn lebend, weil er führt uns auch so halt hier. Ich bin halt immer noch der Meinung, Sperrstunde, Jungs. Lass sie nicht entkommen. Haldir ist ja an sich ja immer noch, die großen Anführungszeichen auf der guten Seite, ne? Muss man ja einfach sagen. Zivilisten, Feuer einstellen. Verdammte Scheiße! Aber mit dem, was ich halt eingelassen habe, ist halt ein bisschen falsch. So, wir müssen hinne machen, wir dürfen keine Zeit verlieren. Nikolai, ja, das Ziel bewegt sich in Richtung Norden. Bereithalt für Evakuierung. Bestätigt. Ich weiß, wo ihr seid. Woher? Die Schüsse, wie sonst. Bleib dran. Achso, die Schüsse, Ende. Krass. Die hört man. Ich fange ihn von der anderen Seite an. Roger! Pass auf, wo du hinschießt. Oh, fuck. Oh ja, ich habe auf den Schlechter geschossen. Das ist schlecht, haha. Oh, nee, keine Angst, ich schieße nicht auf euch. Der Schlechter kommt, nicht. Nein! Das war dumm von mir, okay. Ich hätte die Granate einfach nochmal zurückwerfen sollten. Sollten, genau. Gut! Okay, Schlechter, bleib mal hier, das ist schlecht, was du machst. Keine Angst, ich tue euch nichts. Sie sterben deinetwegen. Okay, haben wir geschafft. Sergeant. Mir geht's gut, Sir. Das Ziel Schlechter läuft über die Brücke. Boah, Krankenwagen, pass mal bitte auf hier. Die hätten uns fast überfahren, ey. Die hätten uns fast mitnehmen können. Ins Krankenhaus. Wir wollen doch nur den Schlechter, Mann. Wir müssen halt hinne machen, ne? Weil der Schlechter ja in Bewegung bleibt.
Raketenwerfer zerstört. Gesichert. Okay, los, 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 los. Ein Schlechter. Ich wollte gerade sagen, das ist der Schlechter. Was? Kehr zur Mission zurück, ja? Achso, hier lang. Er haut ab, bleibt dran. Ja, Mann. Man schaltet einfach mal selber Vorläufe, ist, ne? Ja, der Schlechter kommt. Da, gleich hinter dem Zaun. Ach, da reinkommt. Dick, er geht durchs Café, Flussufer, Süden. Wo steckst du? Komm, wo zur Hölle kommen die nur her? Molotow, Vorsicht! Die haben bestimmt so eine, so eine Maschine, wo die Soldaten einfach kopiert werden. Ui, da wäre ich fast gestorben. Das sind alles Kopien! Alles Fälschungen hier! Deshalb haben die so viele. Komm, zum Schlechter. Au! Nikolai. Hirnerschütterung macht Flucht schwierig, was? Ach Mann. Schlecht gelaufen mit dem Schlechter. Riesen wird schon wieder. Schicken eure Köpfe heim zu euren Familien. Halt die Fresse, dreckiger Mistkerl. Oh, das war sogar richtig, dass ich hier reingegangen bin. Das ist ja witzig. Okay, ich denke mal. Es gibt ein Problem. Was? Der Motor streikt ein wenig. Salim, strecke. Wir müssen los. Brauchen Deckung, Kai. Beschieß sie. Ja, ich versuch. Ja, die schönen Autos will ich eigentlich gar nicht kaputt machen, Mensch. Die Autos können ja gar nichts dafür. Na gut, müssen wir trotzdem machen. Okay, ich hatte. Oh, ich hab keine Muni mehr. Upsala. Die Polizei ist da. Ja, das Problem ist, die Polizei weiß natürlich nicht Bescheid, dass wir in Anführungszeichen auf der guten Seite sind, ne? Die werden natürlich auch auf uns ballern, weil, ja, die Operation nicht angemeldet ist. Wo sind die Chemikalien? In deinem Russenarsch. Kommt jetzt auch mal, achso. Aua. Du kannst mir nicht wehtun. Aber du, Captain, du kannst das besser. Denkst du, ich habe dein Gesicht vergessen, SAS? Hä? Und du, Sergeant? Hey, Scheiße, schalte deinen Kopf an! Der verdammte Penner! Wir müssen den Bastard brechen, Captain. Genau das machen wir ja. Nikolai, wo ist das Paket? Ich bringe es rein, Captain. Okay. Geh zu Nikolai, hol das Paket und bring es her. Okay, dann holen wir mal das Paket ab. Sergeant Garrick, das Paket ist drin. Was ist das? Oh oh. Bitte, lass uns gehen. Wir wissen nichts. Oh nee, das ist die Familie von ihm. Vielleicht ändert der Schlechter seine Meinung. Hey, Mama, das ist krass. Was passiert hier? Schon in Ordnung. Alles wird bitte. Lassen Sie meinen Sohn. Wir tun, was Sie wollen. Das ist ein guter Trumpf, aber. Ein tapferer Junge. Na komm. Wo bringen Sie uns hin? Ja, zu Papa. Ihr wolltet doch Papa wiedersehen. Wir reden mit ein paar Männern und dann gehen wir wieder nach Hause, ja? Genau, genau. Was Sie da tun, ist unverzeihlich. Wir sind unschuldige Menschen. Ich will wissen, warum wir hier sind. Kyle, du musst Captain das nicht Price tun. Spricht. Bist du dabei? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ganz. Gut. Übergib sie Jäger. Nicht! Nein, bitte! Usa! Hamon! Papa! Du nimmst bloß nichts an, du Hurensohn! Ohne Samthandschuhe. Wie gewünscht. Okay. Was hast du getan? Dein Sohn ist hier, dein Kind! Hat kein Problem, Kindern weh zu tun. Ist doch so, Kyle? Keins. Halt's Maul! Was hast du getan? Ich sagte doch, du sollst uns raushalten. Oh, meine Facecam hier weg. Ich hab das ein bisschen intensiver. Wegtreten. Ui. Nimm den Revolver. Was werden wir uns haben? Okay. Das wird langsam doch ein bisschen krass. Hey, guck dir mal den schönen Revolver an. Nein. Bitte, bitte. Wir haben mit all dem nichts zu tun. Hey, sieh mich an. Stopp. Sie haben nichts damit zu tun. Sag das dem Jungen aus der Botschaft.
Okay, okay. Stopp, bitte. Bitte. Ich schieß nicht. Lass sie gehen. Sergeant. Captain. Lass sie gehen. Sie wissen doch nichts. Wir wollen Hadir und das Gas. Wo sind sie? Ihr könnt es nicht aufhalten. Es wird passieren. Sag immer halt ihr, ne? Halt ihr, natürlich. Kann das ändern. Oh nee, ey, komm, sag bitte was. Kollege. Ja. Na los. Erschieß mich. Töte mich. Töte mich. Na los, töte mich. Und ihr werdet nie finden. Wo? Was zum Teufel? Du hast das Urteil gesprochen, Kyle. Ich würde den Sergeant hier nicht mit einer geladenen Waffe rumfuchteln lassen, wenn es nicht sein muss. Also, letzte Chance. Wo ist das Gas? Oh, fuck! Hey, nein, nein, lass ihn, lass ihn! Nein, hör zu! Bitte! Hör mir zu, hör mir zu! Karetka-Theater! Lügner! Nein, es stimmt! Lügner! Das Gas ist dort! Karetka-Theater! Ich schwöre es euch! Wo ist Hadir? Der Grünschnabel? Ihr könnt ihn nicht mehr aufhalten. Los, Sergeant! Rette beschissene Russen. General Barkov ist längst tot. Hadir, er ist hinter Barkov her. Wir sind hier fertig. Pack deine Sachen. Rutlos, schieß ja. Erschieß mich. Erschieß mich. Zeig deinem Captain, wie Sergeant du bist. Also ich würde ihn ja schon gerne erschießen wollen, weil der hat selbst Kinder erschossen. Aber lass meine Familie in Ruhe. Boah. Sie haben, was sie wollten. Das ist für ihn aber keine Strafe. Das ist für ihn keine Strafe. Willst, dann nur zu. Wenn ich ihn jetzt erschieße, das ist keine Strafe für ihn. Du willst ein Held sein. Fick dich, wir sehen uns nochmal. Das Gas ist beim Karetka-Theater. Junge, nenn sichern und melden, du kennst Junge. Das. Nachher, nimm den Wagen, er bringt dich aus der Stadt raus. Hadir ist auf Barkovs Anwesen, er wird ihn töten. Und einen Weltkrieg starten. Nicht, wenn wir vor ihm dort sind. Es bringt nichts, den Schlechter zu töten. Stirbt vielleicht dann noch als Märtyrer und vor allen Dingen auch, es ist für den ja eine Erlösung. Er hat Kinder getötet. Ich glaube, das ist die schlimmere Strafe. Oh Mann. Hey. Kontrollpunkt. Für uns. Macht das einen Unterschied? Die Straße ist dicht. Und jetzt? Draufhalten. Wenn sie nicht ausweichen, dann bricht gleich die Hölle los. 3 Sekunden? Das ist reichlich Zeit. Scheiße, Captain. Nikolai hat uns gerettet. Wenn sie uns folgen, passiert nicht. Schöne Grafik, also muss man ja echt immer wieder sagen, ne? Boss. Was zur Hölle machen wir hier? Ey, Passivrauchen ist schlimmer. Weg. Mit Frauen und Captain Kindern als Druckmittel. Ohne Handschuhe kriegst du Blut an deine Hände, Kyle. So ist das nun mal. Der Preis ist halt. Die Grenze, Sir? Du ziehst die Grenze, wo immer du sie ziehen musst. In Mexiko. Letztlich muss einer dem Feind Angst vor der Dunkelheit machen. Wir werden schmutzig. Die Welt bleibt sauber. Das ist die Mission. Also, wenn du Skrupel hast, kriege ich das auch allein hin. Nein, Sir. Keine Skrupel. Gut. Und jetzt zu Hadir, bevor er Barkov killt. Hallo, Passivrauchen ist schlimmer, Mensch.